Herzlich willkommen zur Verleihung des Deutschen Umweltpreises 2013. Ich freue mich, Sie zu sehen. Schön, dass Sie alle da sind. Herr Bottermann, knapp 4 Wochen sind Sie jetzt im Amt. Sie sind ganz neu. Wie ist es bis jetzt? Ja, ich habe ja ein bestelltes Haus übernommen. Herr Brickwede hat das hervorragend aufgestellt. Und was haben Sie sich jetzt mit der DBU vorgenommen? Was sind da Ihre Ziele? Ja, die DBU lebt ja sozusagen den Vorsorgegedanken des Umweltschutzes in besonderem Maße. Durch die Projekte und durch die Arbeit der DBU sollen ja gerade im Umweltschutzbereich Projekte auf den Weg gebracht werden mit kreativen Köpfen, mit intelligenten Menschen, mit auch Menschen, die Risiken eingehen, dass wir dort Projekte auf den Weg bringen, neue Verfahren entwickeln, die Emissionen vermeiden, die den Abbau von Arzneimitteln in Abwasser sehr viel schneller möglich machen, dass eben die Schadstoffe nicht mehr in die Oberflächengewässer gelangen, sondern vorher zerstört sind, sodass wir tatsächlich praktischen Umweltschutz umsetzen, mit dem Ergebnis, dass auch die Überwachung an der Stelle ein Stück anders aufgestellt werden kann. Auf dem Weg der Energiewende, was sind die größten Hindernisse, was sind die größten Blockaden? Also zunächst einmal sollte man das noch mal deutlich unterstreichen, dass wir eben nicht nur immer die Angebotsseite sehen dürfen, woher kommt der Strom, sondern wofür brauchen wir ihn? Wie können wir effizienter damit umgehen? Ich glaube, da ist sehr, sehr, sehr viel noch zu tun. Das gilt nicht nur für die Gebäudesubstanz. Ich hoffe ja sehr, dass die Große Koalition, wenn sie denn zustande kommt, muss man immer dazu sagen, dass die Große Koalition etwa so etwas wie die steuerliche Förderung für die Sanierung unserer Bausubstanz nun wirklich beschließt. Herr Altmaier, ich lese es überall, Herr Töpfer sagt es im Prinzip auch, an Ihnen liegt es nicht, wenn Sie mal Schwung haben, dann läuft das Ding. Also fragt man sich doch, an wem liegt es denn dann? Wo ist denn das Problem? Nein, also erstens, es läuft doch. Wir haben auch in diesem Jahr einen hohen Ausbau an erneuerbaren Energien. Wir haben im letzten Jahr darüber diskutiert, als wir die Förderung für Photovoltaikanlagen versucht haben, preiswerter zu machen, haben viele gesagt, das ist das Ende des Ausbaus von Photovoltaik. Inzwischen stellen wir fest, wir werden in diesem Jahr 3.700, 3.800 Megawatt neue Photovoltaikanlagen haben, die aber den Stromzahler kaum noch belasten, weil es vor allen Dingen zum Eigenverbrauch erzeugt wird. Wir werden in diesem Jahr rund 3.000 Megawatt neue Windanlagen an Land haben, im Inland, Onshore-Windkraft. Das heißt, es geht voran. Was wir jetzt haben, meines Erachtens, ist ein Managementproblem. Wir müssen also die unterschiedlichen Ziele in ein Gesamtkonzept bringen und dann systematisch abarbeiten. Und da gibt es tatsächlich eine Menge zu tun. Wir haben zwar eine erfreuliche Zunahme bei den Erneuerbaren, aber wenn moderne Gaskraftwerke vom Netz genommen werden und die alten abgeschriebenen Braunkohlekraftwerke besonders wirtschaftlich gerade sind, dann stimmt was nicht. Ein Nachsatz. Weiß jemand, was die Abkürzung HOG bedeutet? Vermutlich niemand. HOG bedeutet Hanf offenbart Kamens können. Helferin. Und dann haben Sie als Sanitäterin gearbeitet und dann in der Zimmerei Ihres Vaters. Richtig. Sie hätten doch auch einfach weiter Dachstühle ausbauen können. Ja, das ist richtig, aber damit verändert man ja die Welt nicht. Sie wollten die Welt verändern? Ein bisschen, das will ich schon seit ich 17 bin. Besteht zum Beispiel bei Hanf die Gefahr von Monokulturen, wie wir das aus anderen Bereichen kennen? Also in Deutschland werden ja zurzeit jährlich 30 Millionen Kubikmeter Dämmstoffe verbaut. Das ist ein ganz unwahrscheinlicher Fall, dass alle Leute sagen, oh Maike, ich nehme nur noch Hanf. Ich denke, da hätte eine andere Industrie auch was dagegen. Aber wenn das der Fall wäre, würden wir 3-4% der deutschen Ackerfläche dafür brauchen, um den gesamten Dämmstoffmarkt durch Hanf zu ersetzen. Und da denke ich, dass die Bedenken gegenüber jetzt einer Monokultur unberechtigt sind. Ja, glauben Sie denn, dass das Modell der Zukunft ist? Sie sind ja so eine Art Pionierin gewesen im Bereich der Energiegenossenschaft. Das ist heute jetzt nicht mehr so ganz exotisch. Glauben Sie, das ist der Weg, das Modell für die Zukunft? Ja, das glaube ich schon, einfach deswegen, weil die Energiegenossenschaften, das hat auch etwas mit gesellschaftlichem Wandel zu tun. Es ist nicht mehr das Geld, was regiert, sondern es ist der Mensch.
Und ich glaube, das genau ist es, was wir brauchen. Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, auch unternehmerische Verantwortung, mit allen Chancen und Risiken, die das mit sich bringt. Und da sind die Genossenschaften wirklich sehr geeignet dazu. Ihre 100 Vorschläge, die gibt es jetzt auch schon auf Japanisch, weil Sie nämlich die Japaner beraten. Genau, das sind die 100 guten Gründe gegen Atomenergie. Die Japaner haben ja jetzt mit Fukushima einen Anlass, wo sie selbst darüber nachdenken müssen, ihre Energieerzeugung umzustellen. Auch dort ist natürlich die Frage, was kostet das? Da kann ich nur sagen, die erneuerbaren Energien sind auf Dauer gesehen die günstigsten Energien überhaupt. Aber das Wichtigste haben wir doch schon erlebt. Menschen, die uns ermutigen können, die mit ihrer Kraft, mit ihrer Fantasie, mit ihrer Lebensbejahung, die uns so viel Zutrauen geben in unsere eigenen Möglichkeiten. Das ist das Schönste. Also, ich bin jetzt schon total beschenkt. Umweltschutz ist heute nicht mehr verbunden mit irgendwie anstrengenden Ideologien und mit irgendwie einer härenen Haltung und einem Lebensgefühl, das Anstrengung verspricht, sondern wir haben Freude empfunden eben. Freude durch kraftvolle, gestalterische Persönlichkeiten. Es ist Freude und Zuversicht. Sie haben damals Fritz Brickwedde eingestellt. Wie hat er Sie überzeugt, dass er der Richtige für den Job ist? Also das war nicht schwierig für ihn, denke ich. Aber für Sie oder was? Es war schwierig für uns, ihn herauszufinden. Indem Fritz Brickwedde mit einem Team wunderbarer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tausende von zukunftsfähigen Nachhaltigkeitsprojekten auf den Weg gebracht hat. Nach fast 23 Jahren am Anfang sehr herzlich den beiden Herren danken, ohne die wir hier alle nicht sitzen würden, nämlich dem damaligen Bundesfinanzminister Dr. Theodor Weigel und seinem Staatssekretär Dr. Hans Dietmeier. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie als Finanzministerium bereit waren, sich von 2,5 Milliarden D-Mark damals zu trennen und die größte Umweltstiftung der Welt damit zu gründen. Herzlichen Dank Ihnen allen und meinem Nachfolger, Herrn Dr. Bottermann. Viel Erfolg. Ich glaube, er wird das gut machen. Alles Gute. Glück auf Ihnen allen. Ganz herzlichen Dank für Ihre grundsätzlichen Ausführungen zu dem, wie es weitergeht. Wir haben es ja vorher intensiv miteinander besprochen. In vielen Dingen sind wir uns einig, und so dass ich sehr zuversichtlich bin, dass die Dinge Hand in Hand ineinander übergehen. Und Ihnen auch persönlich alles Gute, verbunden nochmal mit dem Dank für Ihre vielfältigen Leistungen für die DBU. Eine Aussage, die ich noch ganz wichtig fand: Umweltschutz darf keine Angst machen, sondern Umweltschutz soll Freude machen. Das habe ich jetzt an dieser Stelle ergänzt. Vielen Dank, Herr Bundespräsident, für diese Ausführung. Ich will an der Stelle auch sagen, ein solches Thema, was derzeit im öffentlichen Fokus steht, darf nicht alle Ressourcen für andere Aufgaben, die im Umwelt- und Naturschutz sind, absorbieren, sondern gerade in diesen Zeiten müssen wir die übrigen Themen genauso in den Blick nehmen, und das sehe ich auch als eine wichtige Aufgabe der DBU an, übergreifend die Dinge in den Blick zu nehmen.